Ja, erstmal guten Tag. Ich bedauere, glaube ich, wie die meisten, die hier sind, dass wir nicht mehr sind. Das muss besser werden. Wir müssen mehr vorher bekannt machen, dass sowas stattfindet. Ich habe da auch nur durch Zufall frei davon erfahren. Also beim nächsten Mal 100-mal so viel. Ich wollte zu der neuesten politischen Entwicklung einige kleine Punkte anfügen. Einmal die Hoffnung, dass der Generalbundesanwalt Range nun ein Strafverfahren oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einleitet, sind sehr trügerisch. Weil die Bundesanwaltschaft prüft seit mehreren Monaten, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat in Deutschland besteht. Und nach den bisherigen Verlautbarungen sieht sie keinen Anfangsverdacht. Sie weiß, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist. Sie weiß, dass in den USA alle Offiziellen bestätigen, dass das Handy der Kanzlerin 10, 12 Jahre abgehört worden ist. Sie weiß, dass die ganze Welt weiß, dass das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist und das ist mindestens nach § 99 Strafgesetzbuch eine schwere Straftat, nämlich eine geheimdienstliche Agententätigkeit für eine fremde Macht in Deutschland. Trotzdem sagt die Bundesanwaltschaft, es gibt keinen Anfangsverdacht oder wir sehen keinen Anfangsverdacht. Das ist ungeheuerlich und die Bundesanwaltschaft macht sich damit lächerlich. Das ist kein Rechtsstaat. Da funktioniert der Rechtsstaat nicht aus Rücksicht auf die US-Amerikaner. Und der zweite aktuelle Punkt. Wir haben ja gestern den Besuch von Herrn Kerry aus den USA hier erlebt, der so eine Art Goodwill-Tour macht, wie das ja auch schon mehrere Abgeordnete des US-Kongresses versucht haben. Er hat gesprochen mit Herrn Steinmeier, er hat gesprochen mit der Kanzlerin und danach wurde ganz, ganz deutlich, dass die Bundesregierung, Kanzlerin, Außenminister sich offenbar nicht mal trauen, klare Fragen zu stellen, konkrete Fragen und auf deren Beantwortung zu beharren. So kann man nicht rausbekommen, was der deutschen Bevölkerung seit Monaten, seit Jahren zugefügt worden ist. Die wollen einfach nicht, weil sie Angst haben, weil sie eine devote Haltung gegenüber den USA haben und weil sie fürchten, dass Onkel Sam die Augenbrauen hochzieht. So vertreten sie nicht die Interessen der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Die Rede von Obama hat gezeigt, dass die US-Regierung, auch Obama selbst, dieses Problem sehr, sehr ernst nimmt, sonst hält man nicht eine große Rede. Sie hat auch gezeigt, dass der US-Präsident inzwischen begriffen hat, das hat er ja ausdrücklich gesagt, dass auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht die US-Staatsbürgerschaft haben, Menschenrechte haben, beispielsweise das Menschenrecht auf Privatheit und auf ungestörte Kommunikation, solange kein Verdacht da ist. Das hat er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit anerkannt. Wenn er das anerkennt, dann muss er auch in den USA und wir müssen in Europa, in Deutschland dafür sorgen, dass diese Menschenrechte der Bevölkerung in Brasilien, in Mexiko, in Italien, in Frankreich, aber auch in Deutschland wirksam geschützt werden. Die können nicht einfach den Begierden der NSA ausgeliefert werden und die sind nicht vogelfrei. Wir haben die gleichen Rechte, die gleichen Grundrechte wie US-Amerikaner. Gegenwärtig findet ja so eine Sicherheitskonferenz in München statt. Wir hören stündlich neue Meldungen über Reden, die dort gehalten werden. Ich finde es feige von den Vertretern, vor allen Dingen Westeuropas, aber auch aus anderen Ländern, dass sie bei dieser Konferenz, wo es um Sicherheit geht, um Partnerschaft geht, um internationale Sicherheitspartnerschaft geht, dass sie da offenbar, jedenfalls soweit man das öffentlich wahrnimmt, das Thema NSA-Spionage weltweit bei der gesamten Weltbevölkerung offenbar aussparen. Sie alle,
trauen sich nicht, den US-Gästen, die ja da sind, dem Herrn Hayden beispielsweise, dem ehemaligen Geheimdienstchef der USA, der schon in einer Talkshow erwogen hat, er hätte sich den Gedanken gemacht, ob man Edward Snowden nicht auf eine Liste setzen sollte. Gemeint ist die Killing-Liste der USA. Man muss diese Leute, die sowas öffentlich äußern, öffentlich zur Rede stellen. Dafür ist so eine Sicherheitskonferenz da. Da muss man sich auch trauen. Wir können noch viel erzählen über das, wie die Wege im Deutschen Bundestag sind. Aber alle haben mitgekriegt, dass wir seit letzten Juli, August klar sagen, diese ganzen Machenschaften der NSA und vor allen Dingen auch, was haben deutsche Nachrichtendienste damit zu tun, was hat der BND damit zu tun, was hat er gewusst, wo hat er von den Früchten, von den verbotenen Früchten des verbotenen Baums profitiert. Wo hat er die NSA-Spionage und die Daten, die dabei generiert wurden, genutzt? Für seine eigenen Zwecke, Daten, die er so in Deutschland gar nicht aufnehmen darf, der BND. Wo hat er sich die Daten beschafft von der NSA? Und was wusste die Bundesregierung wirklich davon? All das muss aufgeklärt werden. Wir haben deshalb seit letzten August die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beantragt. Wir sind getrieben worden, die Vertreter von CDU, CSU zunächst und dann auch von der SPD haben gesagt, was soll das denn? Dieser Untersuchungsausschuss kann doch nichts aufklären. Das ist doch nur Theater. Ihr wollt nur Theater machen. Jetzt steht fest, der Antrag auf Einsetzung dieses parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist im Bundestag eingebracht. Der Deutsche Bundestag muss in der nächsten oder übernächsten Sitzungswoche darüber entscheiden. Und die beiden Fraktionen der Großen Koalition sehen auch, sie kommen nicht mehr daran vorbei. Sie haben heute Nacht selber auch einen Antrag eingebracht für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Sie wollen das Thema bestimmen. Wir lassen das nicht zu. Wir bestimmen das Thema und das Thema muss so sein, dass wir uns wirklich um alles kümmern, dass nichts ausgespart wird von der Aufklärungsarbeit. Und wenn wir den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben, dann muss in einer der ersten Sitzungen die Reihe der Zeugen festgelegt werden. Wen brauchen wir zur Aufklärung der Sachverhalte im Deutschen Bundestag als Zeugen? Und da werde ich mich dafür einsetzen, dass einer der Ersten, der als Zeuge nominiert wird, so wie er es selber wünscht und wie er sich bereit erklärt, Edward Snowden sein wird, der hier in Deutschland dazu beitragen kann, aufzuklären. Ich will nicht, dass wir noch auf vielen anderen Kundgebungen, die wir brauchen, um den Skandal aufzuklären, aber auch die Konsequenzen aus der Aufklärung zu ziehen, dass Edward Snowden nur auf so einem Plakat hier anwesend ist in Deutschland. Wir müssen im Februar, März oder April dafür sorgen, dass Edward Snowden bei uns ist und mit uns gegen diese Machenschaften der NSA hier in Deutschland demonstrieren und protestieren kann. Das muss unser Ziel sein, weil wir ihm alle auch ungeheuer dankbar sein müssen, weil er den größten Spionageskandal der Geschichte so aufgeklärt hat, unter so hohen Risiken für sein eigenes Leben, für seine eigene Existenz. Danke, Edward Snowden.